Training Shock. Da habe ich schon geguckt. Bonjour. Verdammt. Wer sitzt denn da nackig rum, verdammt? Ja, komm doch erstmal vom Pferd runter, sag ich hallo. Muss mal erst mal. Nichts, was sie angehen müsste. Ja, also ich hab doch Bonjour gesagt, aber ich muss erst Ferbibi, bis ich komm gleich. Und kotzen ja, muss ich, glaube ich, auch noch grad. Wieso denn kotzen? Was? Naja, diese komische Hühnerbrüstchen-Typ da. Sie scheiße. Sie muss kotzen. Also, wenn sie die gerne mal irgendwie verschleppen würden. Sehen Sie? Also da haben Sie ein Glasauge. Ja, also wenn man mich auf den Hinterkopf haut. Nehmen Sie das auch, sind Sie auch so ein Mensch, der das beim Schlafen rausnimmt und in ein Glas Wasser tut, oder? Nee, das mache ich mit meinen Zähnen. Oh, okay. Oh. Ja. Lauf, Karte, lauf! Was denn? Lauf, Karte! Ei, verdammt, jetzt habe ich aber auch verdammt. Oh! Wie du heißt die Scheißfeuer, mon Dieu? Ach, jetzt verstehe ich auch, wieso ihr euch alle ausgezogen habt. Ja, ja, weil es so heiß ist. Muss ich auch oben ohne? Naja, ja. Mir ist kalt, drum habe ich mich ausgezogen. Ei! Verdammte Scheiße. Genau. Aber das heißt, Sie haben eigentlich auch einen Bruder, den Sie nicht so mögen. Nee, eigentlich gar nicht. Weil, das ist eigentlich, Ich so, Bruder, so sehr Unfall. Komisch. Ich hab ihn angeblich oder anscheinend so provoziert, weil ja, das ist halt eine lange Geschichte. Ja, gut. Weil er ist auch ein Fohlen geritten. Hm. So, und das macht man nicht. Gehen Sie weg, Mr. McNeil, ich will hier hinsetzen, bitte. Was Sie alles wollen? Ja, ja, ich habe auch so eine ähnliche Geschichte, aber nur dass ich halt nicht erschossen wurde oder angeschossen wurde. Ja. Ich mit Ihnen. Da war damals die Betty noch dabei. Das war also ganz, schon ganz lang her. Also, ja, weil ich bin ja von Mexiko geflüchtet, wegen meines Bruders. Ja. Und dann bin ich hier gelandet und jetzt bin ich nicht, und jetzt weiß ich nicht, ob ich wieder zurückgehen soll oder nicht. Ja, ich muss schon sagen, non, Monsieur de la Rosa, das ist eine schöne Brust, wo Monsieur Carter, nicht so eine Hühnerbrüstchen. Oh mein Gott, jetzt kommt die. Der Mann ist mehr wie ich, der Mann läuft mehr wie ich. Und ja. Das sieht aber nicht wirklich bequem aus, wie sie da liegen, ne? Nein, ich finde, das nennt man Yoga. Habe ich ihn Kaiserreich gesehen. Ah, okay. Ich wollte sowieso, ich war gerade bei Ihrer Farm drüben, ich wollte gucken, ob jemand da ist. Und ich muss schon sagen, Sie haben schon eine ordentliche Sauerei da. Ich habe da ein bisschen Pferdeäpfel weggemacht, weil das geht doch nicht. Sie können doch nicht vor die Saloon überall Pferdeäpfel rumliegen lassen. Ja, ich weiß schon, aber ich habe das erst heute erfahren mit der Missgabel. Es tut mir leid. Was? Ach so, ja. Ah ja, und wenn Sie das von meiner Farm haben, macht das $10 pro Scheiße. No. Ja. Erstmal Diebstahl begangen. Ja, die Scheiße auch holen und die ihnen anschmeißen, wenn sie die unbedingt wollen. Wo ist eigentlich der Roberts, wenn man ihn braucht? Ich weiß nicht, der war vorher mit Balthasar bei mir bei die Ranch oben und hat mein Haus durchsucht, Kontrollgang, meinte er. Und dann wollte er wissen, was ich habe für eine Anbau an meinem Haus. Dann habe ich gesagt, ja, das ist so eine Schuppe für Sachen, die sonst im Weg rumstehen, ne? Aha. Dann wollte er da runter und dann hat er gesagt, da ist eine Wasserpumpe, das ist sehr verdächtig, aber verdammte Scheiße, ich bin immer, ich trinke was? Viel, ich habe viel Durst und ich will nicht immer jedes Mal da hochklettern und no. Und meinte er, gefunden hat er nichts, ich habe ja nichts, no, aber meinte er, das ist wieder sehr verdächtig und oh, die wollen mir einfach unbedingt die Schuhe schieben. Guten Tag, Joe. Bonjour, Joe. Ja, ist schon sehr verdächtig, wenn eine Farmerin eine Wasserpumpe bei sich hat, ja. Ja, gut, ich hatte sie da in meine Schuppen, aber ja, sie haben aber gar nicht gesagt, wie viel sie dabei haben. Das wäre genauso verdächtig, wenn ein Pferdezüchter Hufeisen hätte. Skandal. Ja, und ich meine, das ist... 10 Stück Pfeifen, aber dabei.
Ich habe gesagt, das ist, ich wurde so viel überfallen, ne? Da war die Idee, dass ich da. Weil einen habe ich noch. Sorry, ich muss den kein Wort klären. Kommen wir da mal, kommen wir mal auf die Seite. Ja, ja, kommen wir mal. Ja, gehen Sie mal, gehen Sie Neuen, ja, über einen, ja, habe ich noch. Es bringt nur leider nichts. No. Monsieur McNeil, bitte ein bisschen leise. Ja, no, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich wurde so viel überfallen. No? Da ist es besser, man hat so einen Sicherheitsraum, wo ich mich auch verstecken kann und vielleicht wertvolle Sachen verstecken. Dass die Einbrecher nicht immer gerade... Oi, aua, das hat aber rauer gemacht. Hat er die Genick... Okay. Oi. Danke. Okay. Oh. Ja. Ich glaube, die Reise war nicht so gut für ihn. Oh, irgendwas hat er mitgenommen. Ja, aber gut, er war schon immer ein bisschen komisch, ne? Aber jetzt ist es besonders. Wer war komisch? Da diese Della Rosa. Sie haben die Aber die hässliche Bart, der hat immer noch verdammt. Die hässliche Gesicht hat uns immer noch. Wow. Hallo, ich habe keine hässliche Gesicht, die kleine Drecksack. Drecksack? Glaube ich auch. Oh Mann. Meine Güte. Meine Güte. Eine lange Reise ist eine lange Reise. Und ich habe den Rasur. Ich habe den Rasurer vergessen. Den Rasurer, wunderbar. Den Rasurer. Ja, das ist genau wie der Taucher. Ne? Und der Gesiste. Ja, Wintein. Ja. Das kann mal passieren, verdammt. Zwar harte Arbeit. Schnell. Oh Gott, ich bin. Ja. Ach ja. Meine Hose, glaube ich. Ah, hier. Wo, habt ihr sonst noch niemanden gesehen? Nee. Ja? Balthasar, nee. Kurz mal. Balthasar, ja, der ist uns um den Weg gekommen, aber. Ja, Balthasar bin ich auch begegnet, als ich auf dem Weg zu ihrer Farm war, Monsieur de la Rosa, und ja, der wollte sie schlafen legen. Mhm. Ja, der alte Mann kann halt nicht mehr so lange, ne? Also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber also meinen Sie. Ja. Wurde gerade die Vorstellung ausgesucht. No, ich habe mir gerade selber Bilder in den Kopf gemacht, die ich gar nicht wollte, verdammt. Oh, Entschuldigung. Eieiei. Ja, was machen wir denn, wenn wir schaffen, Blackwater gekauft haben? Machen wir dann ein Fest hier auf dem Markt? Ich würde es an die Chinesen weiterverkaufen. Was? Spinnst du? Auf keinen Fall. Was würdest du verkaufen? Was wollt ihr verkaufen? Er wird es an die Chinesen weiterverkaufen. Natürlich. Ja, wenn sie den Schnösel die Obermacht geben. Du kannst ja nichts machen. Wieso reagiert ihr eigentlich eher auf Negatives als auf Positives? Nee, ich habe schon den Worker das Angebot gemacht. Falls es wirklich hart auf hart kommt, würde ich auch noch mal ein paar tausend Dollar spenden. Wie viel paar tausend Dollar? Was heißt alle, hart auf alle, hart? Alle, sind alle direkt dabei Dollar. Oder ja nicht? Ja, ich bin schon dabei, wenn es sich um... weil was ist der Stand jetzt? Irgendwas mit 31 oder 32.000? Ja, von ihm. Wir selber sind bei 31,8. Ach ja, okay. Balthasar hat mir noch gesagt, die neueste Stand, die Schnösel bietet, war 32.000. Ja, ja, das hat er gestern Abend auch gesagt. Ja, okay. So. Tja. Also ich kann 1.000 Dollar auf jeden Fall abgeben. Haben Sie jetzt auf einmal 1.000 Dollar wieder hier? Ja. Wo, jetzt, also ein bisschen Geld darf ich auch haben, ne? Haben Sie nicht gesehen, dass vorhin Mr. Marshall da oben vom Berg runterkam? Von welchem Berg? Alles, ja. Jetzt hat's Glück gemacht, irgendwie so Sie meine Balthasar?
Also diese Marschall oder die andere Marschall? Ach verdammt doch, weil das ist verwirrend mit Monsieur Marschall und Mr. Babenko. Mr. Marshall, der kam eben von deiner Richtung her und jetzt wissen wir, warum du 1000... No, ich war gar nicht zu Hause, verdammt. Ich war in Valentine drüben, bei der Emerald Ranch. Sorry, ich habe einmal die Fehler gemacht. No, ich bin nicht so blöd, mach nochmal. Die Monsieur Wallis war auch schlimm genug. Woher? Oh, hat der Winter von Valentine. Noch näher. Soll ich die Steine wegmachen? Dann gehen sie ganz ins... Ja, das Problem habe ich auch gerade. Es riecht ein bisschen nach geschmolzene Käse, ne? Oh, ja, dann... Aber französischer Käse, oder? No, meine Füße sind weit genug weg. Sind meine Füße sind weit genug weg. Ich habe gar nichts damit gemacht. Meine Güte, das ist ja wirklich jetzt. Warum rennt ihr die ganze Zeit auf und ab da hinten? Setzen Sie sich doch einfach auf die verdammte Baumstamme und hier, wenn Sie sonst zu dumm sind, sich hinzusetzen, vernünftig. Ich habe halt vergessen, wie man richtig sitzt, das tut mir leid. Ja, aber wie man einen sitzen hat, haben wissen Sie sicher noch, oder? Apropos jetzt, wo Sie sagen. Jetzt kommt sicher die Flachmann gleich zu dir Einsatz. Die Flachmann. Wo ist denn der Mr. Marshall jetzt? Der rennt da hinten spazieren. Die Flachmann. Ich hab da immer was versteckt hier hinten. Das sieht so aus, als wenn der da hinten arbeiten würde. Okay. Auch bei sich am Shop? Nee. Hä? Hinten bei dem... Bei dem Bretterbuddy? Ja, oh, ja. Sieht so schlecht aus, wie gerade Geschäft. Gerannt. Okay. Oh. Nichts mit Flachmann. Das war wohl, gehöriger Durst. Beim Bretterbuddy. Was? Die sind aber auch schnell betrunken, ne? Ist das noch eine große Pulle von meiner selbstgebrannte damals? Von meiner Brauerei? Ich brenne nur eigene Ware. Ach so. Nein, das ist ein Export aus Mexiko. So verdammt. Wir wissen schon, dass die Mexikaner sind uns nicht so sehr wohl gesonnen, nicht dass da noch Gift drin ist oder so. Ja, darum halte ich es ja raus, sie wird ein Sterbender dann. Das ist genau wie mit den Jalapenos. Kann ich auch was für die? Mit den Jalapenos. Was Jalapenos. Sie, was haben Sie dir gerade gesagt? Die Jalapenos. Kennen Sie keine Jalapenos? Kennen Sie uns eine Gesichte? Soll ich Ihnen mal Jalapenos zeigen? Die haben sogar einen Stock. Ja, jetzt kommt er Jalapenos wieder. Jalapenos am Stock, die sind in Armadillo hinlaufen. Brauchen Sie eine Tauch? Sie sehen ein bisschen schmutzig aus. Armadillo, habe ich gesagt. Was Armadillo? Armadillo. Armadilla war das. Oder Armadilla. Das heißt Amadeo. Heißt das nicht Armadillo? Nein, Amadeo. Amadeo? Ist jedes Doppel-LMJ. Was ist Amadeo? Eine L. Aber hört sich auch gut an. Ist gerade selber versprochen. Ist kein Problem passiert. Hey, wenn Sie sich aufhören wie ein Kasperl, ne, dann haben wir ein anderes Problem. Jalapeno. Ich habe jetzt Durchfall. Da hinten ist ein Wasser ganz viel. So, Joe, und? Fertig mit Arbeiten, Mahlzeit. Fertig. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kontrolliert schon. Was oh, mein Gott. Oh, la 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 la. Oh, genau. Oh, ja. Oh. Also in Zondini, ne? Hauen wir den Typen ins Gesicht. Ja, okay. Mach mal. Jetzt gibt's das. Okay, nee, ja, das können wir auch. Wo bin ich hier gelandet? Sag mal, der Rosso, soll ich dir das in den Hals rahmen oder was? Ihr seid nur neidisch, weil mein Bart und meine Haare nur zu dieser Melodie passen. Ja, genau so beschieden, aber ja, gut.
Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Oh, nee, aua. Oh Gott, nehmen Sie die Balk mit. Ja toll, jetzt haben wir wieder keine Musik. Bitte können wir uns aber wieder hinsetzen. Das war eine gute Gastspiel. Ja, okay. Wunderbar. Gute Nacht. Ich schon wieder. Richtig. Unglaublich, die Typ, ne? Sonst haben nur die gesoffen, die es vertragen haben. Oh. Minischlaganfälle. Ich höre gar nichts. Ja, auch nicht. Sehr gut. Die hat dann auch gar keine Seiten an die Dings, da kann man nichts hören. Ist ein bisschen kaputt. Bravo. Geht da eh nur die Trompete oder was? Oh mein Gott. Hey. Noch nicht mal. Hä? Die machen was falsch. Geht das bei dir? Natürlich. Ja, natürlich. Ich bin doch begabt. Okay. Ich bin ein kleiner Farner. Was wollen wir? Jetzt dreht er völlig durch. Ja, war kein weiter Weg bis dahin noch. Und ich hab keiner. Kanne! Doch keine Kanne! Was? Ich hab keine Jalapenos mehr! Und keine Verstand! Die Züchterin! Was ist mit dir? Alles falsch! Ja, woher soll ich es wissen, wenn ich es nicht kenne? Lernen Sie mich doch auf! Bringen Sie es mir vorbei! Das bringt auch viel Kraft! Hauptsache meckern! Genau! Oh verdammt, haben Sie es mit dem Rücken oder was ist los mit dem Messi McNeil? Man wird alt. Man wird? Seriously. Obacht, ganz dünnes Eis. Ist doch egal, ich drehe nochmal eine Biorette da drauf. Seriously, Lady, wo bist du die Oschen? Die haut er kein die Goschen. Oh, Feier, ey. Oh, verdammt, das wird immer besser. Okay, okay, okay. Also dafür, dass ich keine weißen Pferde mag, mag ich das Pferd. Sie haben sich gerade selbst angelogen. Das ist, der hat irgendwas. Ist ja doch keine Bastard, wie du meintest. Also wenn man, doch, schon, also wenn du mit dem lang unterwegs bist, dann schon, ne, dann buckelt der manchmal. Okay, huch. Oh, aber oh. Was war das jetzt? Ja, kommen Sie nur näher, Monsieur, also. Moment. Also, du siehst keine Zwang an, ne? Aber das ist aber ein wunderschönes Lied. Was? Den kack ich dir heute Nacht. Was kack ich dir? Das Spieß jetzt. Oh Mann. Oh. Ei, ei, ei. Ach, verdammte Scheiße, ey. Genau. Okay. Ist das eine Drohung? Oh, hier reine Versprechen. Oma, jetzt geht's los. Was haben wir euch alleine lassen, oder? Nee, nee, nee. Boah, ich sind oft genug alleine, nicht mal. Oh. Oh. Ich sollte fast bei der Gitarre angekommen. Jetzt hören Sie doch mal auf, Mann. Ich weiß nicht, ich bekomme da immer noch mehr. Nomi ist gerade fast ein Tränchen gekommen. Ich finde das voll traurig, mon Dieu. Ich lasse meine Gitarre reden. Jetzt ja, ist besser. Oh. Ich lasse das jetzt lieber sein hier. Jo, wir sind ein Radl. Was bitte? So, was habt ihr denn alle so vor? Noch heute? Puh, nix mehr. Also, vielleicht mache ich heute den Salon noch auf. Den was? Den Salon? Ja. Na, keine Ahnung, nein, ich muss ja und warum sitzen wir hier? Jetzt, wo es sich sauber reinigen, ja, dann ab kommt mal alle Salon mit. Dann ab zum Salon.
Ja, dann los, was sollen die? Also kann ja wohl nicht sein. Jetzt habe ich mich gerade hingesetzt. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Ich habe ja jetzt sauber gemacht. Das können wir auch in die Salon, wo die Pferdeäpfel weg sind. Ne? Ja. Warum? Was ist denn da? Das ist mir scheißegal. Ich bin Pferdetrainerin. Weißen Sie, wo ich überall hin? Weißen Sie, wo das? Weißen Sie das? Was weißen Sie eigentlich? Warte, ich muss sie erstmal hier mich wieder anziehen. Reiten wir mit dem Pferd oder fahren wir mit der Kutsch? Ein Pferd? Okay. Das ist egal. Das ist doch, So. Bist du? Ich hab, Moment, ja. Ich muss erstmal gerade was gucken. Ich hab hier. Ja. Ich hab ein Täubchen. Ja, ich auch. Gemeinschaft, denn. Muss mal eben weg. Wow, verdammt. Das tut mir leid, das tut mir leid. Bitte nichts lagern. Sie müssen doch nicht gleich eine Zigarette anzünden. Oh, die Messkiste ist die Bestellung von 15 Zoll. Oh, wo ist er denn? Oh nein, nein! Oh, warte, Moment! Das kann ich ja antworten. Seid ihr dann auf der Della Rosa Farm? Ja. Richtig. Ich komme nach. Mr. Okay. Trip hat mich angeschrieben. Ja, mich auch. Ja, bringen Sie Mr. Trip mit. Mich auch. Reiten Sie da jetzt hin? Ja. Ich muss noch mal kurz zu ihm was beantworten, weil dafür schicke ich keinen Taube los, wenn er da ist. Ich ja, aber bringen da. Sie Monsieur Trip dann mit. Ja, aber, was aber? Ei. Aber. Dann warten wir halt noch kurz. Dann warten wir halt. Oder wir warten vorne. Wir nach vorne warten. Dann warten wir vorne. Soll ich mich umziehen gehen? Nein. Ich habe noch die Arbeitsklamotten an. Ja, ja gut, ich sehe auch immer noch besser egal. Aus wie Sie. Ich gehe hier, das ist ja wirklich. Wollen Sie wirklich Hausverbot haben? Oh, verdammt. Darf ich bei dir mitreiten? Ach so, du, wir reiten ja noch. Ja, ja. Okay. Wir warten vorne. Sie können dann schon mitreiten. Okay. Kein Problem. Aber wenn er sein Pferd führt, muss ich es auch führen. Oh, ist er wirklich jetzt? Oh. Mr. Carter, können Sie mich bitte mitnehmen? Bin ich denn noch neidisch, dass ich habe nicht Sie gefragt? Ja, natürlich bin ich neidisch. Aber ich stehe ja nicht so auf Hühnerfüßchen noch. Ich bin so neidisch. Und auf so hässliche Pferde auch nicht. Was haben Sie gerade gesagt? Sie haben gar nicht gesagt. Was wollen Sie? Was haben Sie gerade gesagt? Ich habe nicht gesagt. Wenn ich Sie würde, würde ich laufen. Ja, darf ich laufen in die Stadt. Der schießt sie gleich. Hey. Nee. Sind wir jetzt? So. Ja, wir gehen mal. Ich würde sagen, wir gehen mal auch zu den Trip noch. Ja, natürlich gehen wir zu den Trip. Mal fragen, was abgeht bei dem alten Haus. Hitzwürger, ho. Ich sehe Holz. Wunderbar. Warte mal, das soll sich hier hinlegen. Au. Und wo ist mir sie drin? Drinnen. Ah. Ja, das funktioniert ja super. Können wir stören, oder? Warum? Geht es Ihnen gut? Fühlen Sie sich nicht gestört von uns? Nein, wir gucken nur. Hat jemand mein Pferd mitgebracht? No, was macht denn der da jetzt? Okay. Ich glaube, Vater hat wieder einen Scherz gemacht und er hat das nicht gut verstanden, der andere. Wer ist denn das? Ja. Carter und? Carter und Strohkopf. Ah, Strohkopf?
Ja, das sind Leute, die nicht so viel denken bei dieser Sache. Entschuldigung, das sagt man aber nicht. Ich hab's gerade gesagt. Ja, das macht man aber trotzdem. Ein gesessene Bürger hier, verdammt. Mr. Trip, schön, dass man sie bei mir wieder sieht. Das war der Friedhelm, verdammt. Ja, Abend. Er ist ein Friedhelm. Ja. Das ist der, den Sie gerade hier über die Wupper gebracht haben. Entschuldigung. Nee. Das ist auch nicht der Friedhelm. Wer war das denn? Der könnte ja auch gleich sauer wieder kommen. Oh. Mr. Trip, falls Sie nichts mehr vorhaben, wir haben vor, auf den Himmel zu reiten zu meinem Salon. Ja. Er läuft weg. Schweige ab. Ja, warum nicht? Das ist alles Gauner. Ich müsste aber vorher noch die Nägel noch abholen. Alles Gauner. Weil wir müssen mit mir. Wollen Sie euch noch nageln oder wie? Boah, das war ja ein. Diego! Nee. Ich muss da noch ein bisschen was fertig machen. Wo schreit denn die Alte jetzt wieder so? Das ist doch nicht auszuhalten hier. Mensch, was macht der denn? Oh, gut, dass ich noch nichts getrunken habe, weil ich bin jetzt schon sehr gut drauf. Ja, Sie haben noch nichts getrunken, ist klar. No. Die ganze Bude leer, aber egal. Warum? Ich trinke immer, da ist immer Wasser drinnen. Da ist immer Wasser. Ja, genau. Starkes Wasser. Das gute Wasser. Tja. Ach ja, so eine Zigarette wäre jetzt gar nicht verkehrt. Oder mal wieder eine Zigarre. Ich bleib beim Pfeifenrauchen. Moment, pass auf, dass du nicht Ärger kriegst, ne? Nicht, dass ein wahnsinnig gewordener Roboter um das Eck springt und uns wieder Anzeige gibt. Kommt ihr mich eigentlich alle im Knast besuchen, falls man denn? Mir da... Ja, aber ich weiß nicht, wie das so weitergeht. Also vielleicht. Wenn du unschuldig drinnen bist, ja, aber wenn du selber schuld bist, dann nicht. Nein, ich habe ja nichts, aber ich habe einfach die Verdacht, dass man mir was in die Schuhe schieben will. Und wenn der Erfolg hat, das weiß man ja nie, dann lande ich vielleicht in die Knast. Und dann hätte ich schon gern zwischendurch mal so ein bisschen Gesellschaft. Ja. Na, schade, dass Shepard nicht aufzufinden ist, weil der könnte solche Leute verschwinden lassen. Aber warum sollten Sie denn in den Knast gehen? Ja, irgendjemand hat bei mir eine Marihuana-Pflanze angepflanzt dann hieß es, das sei ich gewesen, bei mir hinter die Haus. Aber mir das in die Schuhe schieben wollen. Da habe ich gesagt, ich pflanze doch nicht nur eine einzelne Pflanze, das wäre ja bescheuert, verdammt. Außerdem, ich habe mit dieser Scheiße nicht so Mut. Aber irgendwie habe ich die Verdacht, dass mir da jemand, aber auch auf einen Verdacht, wer das sein könnte. Es gibt nur jemanden, der mich nicht mag, ne? Aber, ja. Keine Ahnung. Weil die Roberts und die Badenko waren heute auch schon wieder bei mir und haben die ganze Hütte untersucht, ob sie irgendwas finden. Also irgendwie, ja. Werden die wohl öfters kommen jetzt und gucken. Ich meine, ich habe kein schlechtes Gewissen, bei mir ist nichts und keine Ahnung. Aber man weiß nie, ne? Ich sage Ihnen eins, im Gefängnis ist es nicht schön. Ja, gut, ich war auch schon in die Gefängnis, ist schon ein Weilchen her, aber... Ja, das ist bei mir auch sicher ein paar Monate her, aber... Das Gute ist, nachdem ich Farmer bin, kann ich mich mit Ackerbau ein bisschen aus und Sie natürlich auch. Es können Sie Ihre Zeit ein bisschen verschnellern, wenn Sie diese Leute auf den Feldern helfen. Ach so. Na gut. Gut zu wissen. Ich meine, ich hoffe ja nicht, dass es kommt so weit, ne? Also ich sag mal so, bevor ich jetzt Geld für Blackwater bezahle, ja? Ich das natürlich wissen, ob du in den Knast kommst, weil ich habe so viel Geld jetzt auch nicht, dass ich dich rausholen kann und das bezahle. Warte, wie viel habe ich denn ich dabei? 5.000, 6.000. Ach so, weißt du, Mr. Trump? Auf ihn mit Gebrüll! Ausrauben, nee. ausrauben! Also der Mr. Schnösel war hier, der will Blackwater kaufen. Welcher Schnösel? Ja, so ein schnöseliger Schnösel. Cassidy oder so heißt der. Ja. Der kommt wohl aus, wie war das? Saint-Denis, aber... dem gehören die Ölfelder da in... Ne? Ja. War das nicht so ein Ölfeldtyp? Ja, dem gehören, also dem seiner Familie oder ihm gehören die Ölfelder. Er redet halt so sehr, ich kann gar nicht so blöd reden wie der. So, auf jeden Fall war der hier mit dem Mr. Wang und der hat
sich hier Blackwater angeguckt, will den Saloon abreißen. Okay, habe ich kein Problem mit, ist auch ein ekelhaftes Gebäude und da ist stinkender Kotze drin. Aber der will halt Sonny kaufen, Blackwater kaufen. So, sein Höchstgebot ist 32.000. Wir haben jetzt schon gesammelt hier für Blackwater. Wir sind schon bei 31.800. Genau, weil und am Freitag soll es wohl vonstatten gehen, dass wir das dann ankündigen, dass wir das kaufen wollen dann. Okay. Wären Sie auch dabei mit ein paar Geld? Ja, klar. Ein paar Geld. Wie viel paar Geld wären Sie denn dabei? Drei Geld. Also mindestens 1000er. Ich würde nochmal genau schauen und dann würde ich einfach eine Brieftaube hinzukommen lassen. Ja. Gut, Moment. Mal gerade überlegen. Alles klar. Gut. Ja, wunderbar, Mensch. Möchte jemand eine Immobilie kaufen in Strawberry? No. Nein. Haben wir kein Geld für. Wir müssen Stadt kaufen. Nein, wir haben leider kein Geld mehr. Was du hieß. Ja, wunderbar, Mensch. Da sind wir ja schon. Hätte eigentlich einen Tausch auch machen können. Ich hätte diesen Schnösel mein Anwesen in Strawberry geben können. Das kostet 8000 Dollar. Also. Naja. Wenn ich mir ja immer noch fragen, ob er nicht ganz drüber auch noch kaufen will. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir uns dann irgendwann noch mal treffen, bei mir auf der Ranch. Treffen. Und dann noch mal alles besprechen. Bitte, wer jetzt genau was dazu gibt. Weil damit wir es alles noch mal genau auflisten können. Und dann sagen wir dann dem Mr. Walker Bescheid, beziehungsweise der wird bei den Besprechungen auch mit dabei sein. Genau. Und dann können wir dem sagen dann. Jo. Ja, dann machen wir also. Genau. Und jetzt gehen wir alles auf ein kühles Getränk und essen in den Salon von Mr. De La Rosa. Ja, ich muss erst die Nägel noch abholen. Okay. Ja. Ja, die sind mit Brick. Sollen wir warten? Dauert das lange? Oder? Ja, komm, wir warten, dann fahren wir. Fahren wir. Ja. Oh, weil wir es erst. Alles gut, Sie können ruhig vorreiten. Ich glaube, ich muss eh erstmal noch einen neuen Sattel noch holen. Das Pferd. Oh. Bist du drin? Ja. Nimm es bitte Bargeld mit. Ja, okay. Ja, weil es gibt Probleme mit den Rechnungen. Ohne? Okay. Das Papier ist nicht ganz. Was soll es ist, naja, es reißt leicht. Oh. Ja. Die haben gehört, da muss neues Papier her. Gut zu wissen. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir oder reiten? Wir reiten, komm, mein Gott. Ja, also ich muss reiten. Clementine? Später. Nee, du nicht. Ich muss reiten. No, was ich fragen wollte, Clementine, ich habe mir doch Hühner, neue Hühner gekauft. Komm, setz dich bei mir hinten drauf. No, ich gehe bei die Karte. Ich will mich an halt seine Muskeln festhalten. Darf ich bei Ihnen nicht halten? No, aber Clementine, die Fuchs hat alle meine Hühner gefressen. Die sind alle weg. Fuchs. Ist so. Ja. Das war nicht gut. Passiert. Passiert im Gedränge. Ja. Reiten wir hin? Was? Zu dir, meine Freund. Zu dir, Salon. Reiten wir normalen Weg? Ja, ne? Komm, machen wir ein bisschen Action hier. Ja, genau. Ja. Jo. Oh, können wir kurz runter an die Wasser? Ich muss mich kurz waschen. Echt jetzt? Ja. Ja. Ja, Ferdi kann auch mal was trinken hier. Stimmt eigentlich, ja. Komm mal was saufen. Hey, warum kann ich das Pferd nicht führen? Vielleicht weil es in die Wasser steht? Mache ich weiß nicht. Will er nicht? Hm.
Na, Diego, hast du einen Fisch gefunden? Ist dein Pferd Fische? Ja, so wie es aussieht. Ich weiß ja nicht, wo er herkommt, wo er vorher gelebt hat, deswegen. Ja, vielleicht hat er nichts anderes gekriegt, der Arme. Ja. Vielleicht ist er auch ein Indianer-Pferd, ich habe keine Ahnung. So, jetzt fühle ich mich besser, wunderbar. Ja, das finde ich. Und auf, wie geht's? Auf geht's! Wer sind Sie denn? So. Ach so, eine komische Brücke. Sieht aus wie der Schnösel. Ja, ja, ja. Aber echt mal. Verdammt, ich krieg Verfolgungswahn. Rehe, Truthahn, Wildschweine. Hier geht eigentlich immer was, wenn ich da bin. Oh. Hey. Scheiße! Oh, mein Gott! Ich hab schon Zampf! Sie wurden nicht getroffen. Ich habe ihn getroffen, aber nicht verletzt. Nee, wurden Sie getroffen? No, ich nicht. Ah. Ja, dass der gleich so durchdreht, Mann. Ja. Wir sollen das an. Oh. Tja, man muss damit rechnen eigentlich noch. Man hat nicht immer Glück. Doch, und wir stürzen jetzt ab auch noch. Ja, Monty, Sie haben wertvolle Fracht hinten drauf und machen eine Scheiße. Oh. Ja, nee, das machen wir nicht mehr. Das war jetzt ein Versuch. Mhm. Das machen wir nicht mehr. Jetzt brauche ich erstmal Alkohol, die Schrecken. Oh, ja. Oh. Verdammte. Was macht der hier eigentlich mit dem Pass? Oh, lala. Mal hier hin. Ich schmeiß mich ganz kurz in eine Buschwehr, Bibi, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, schon wieder Pferdeäpfel hier, verdammt. Was für eine Sauerei. Sind die anderen noch nicht da? Bis jetzt noch nicht. Verdammt, was machen die? Haben die sich in die Büsche geschlagen zusammen, oder was? Eieiei. Sei mit einer Pferdetrainer unterwegs, dann musst du halt mal... Die werden wahrscheinlich wieder im Trab reiten oder so, oder in Schrittgeschwindigkeit. Ja, keine Ahnung. Naja, dann sag mir halt schon mal was noch. Naja. Oh. Guten Abend. Wir haben die Bart ja immer noch, verdammte Scheiße. Da nützt auch die ganze schöne Kleidung. Was wollen Sie das denn macht die ganze Gesamtbeziehung kaputt. Was ist die stärkste Alkohol, was Sie haben? Korn. Was? Ich denke Korn eigentlich. Oder Tequila. Ah, eine Tequila nehme ich. Zwei. Eine. Zwei. Eine. Achso, Sie haben drei gesagt. Die können mir an die Arsch lecken, verdammt. Ah. Ich nehme erstmal eine, dann schauen wir weiter, noch. Ja, das ist ja gut, ich brauche nicht so rein mit mir. Du. Wie hier hinten steht. Oh, okay. Merci, was koste ich? Das was koste ich? Ja, genau, 2,70 bitte. Ach, jetzt kommen Sie mal hereingetrappt. Sehr. Dankeschön. Sehr.